I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the band, legacies, family. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte in diesem Video ein bisschen Real Talk mit euch machen. Wie ihr sehen könnt, im Hintergrund habe ich ein Gameplay eingeblendet, wo ich versuche, Fortnite zu spielen. Ja, übrigens, das ist auch so ein Game, welches ich für euch zocken möchte. Ich weiß nicht, das Spiel hat es mir irgendwie angetan und momentan, ich mag es einfach irgendwie. Dieses Battle Royale mäßige macht mir einfach Spaß. Ich sag mal, das ist halt so eine Alternative zu PUBG. Zu PUBG bin ich da noch nicht ganz, da bin ich nicht so der Freund von, sagen wir mal so. Okay, weiter im Text. Und zwar geht es heute darum, wieso zurzeit auf meinem Kanal so selten Videos erscheinen. Selten hört sich erstmal total übertrieben an, aber wenn ich es mir so anschaue, bringe ich momentan, sagen wir mal, eigentlich nur ein Stream pro Woche raus. Und eigentlich ist es ja auch nicht jede Woche, weil manchmal habe ich ja auch, wo ich dann in zwei Wochen ein Stream rausbringe, sage ich jetzt mal. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist es etwas zu wenig. Einfach so von der Videoanzahl, die ich momentan rausbringe. Ich möchte auf jeden Fall halt mehr Content rausbringen. Und ich sag jetzt mal, für mich persönlich wären 3 Videos pro Woche, denke ich, machbar. So, okay, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso kommen denn so wenige Videos in letzter Zeit? Ja, und Streams werden ja auch immer seltener, wie gesagt. Fangen wir mal so an. Ich habe seit... Ja, ich bin halt seit einigen Wochen, beziehungsweise das ist vielleicht sogar schon länger, etwas gesundheitlich angeschlagen, aber keine Sorge, das ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Zu diesem Thema, was ich denn habe, komme ich auch gleich noch dazu und sag dann noch ein paar Worte zu. Eigentlich zieht sich das schon seit Monaten hin mit meiner Verletzung. Ja, Verletzung in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Nur ich habe einfach diesem Problem nicht die nötige Beachtung geschenkt und das immer wieder verdrängt nach dem Motto, ach komm, das wird schon irgendwie von alleine weggehen. Ja, es ist natürlich nicht besser geworden. Ja, eher im Gegenteil, aber wenn man da nichts dagegen tut, wird so eine Verletzung ja auch nicht einfach so verschwinden, ne? Okay, jetzt habe ich so lange drum herum geredet. Kommen wir so langsam zur Sache. Also der Hauptgrund dafür, warum ich momentan so wenig auf YouTube mache, ist, dass ich im Moment ja Probleme mit meinem Rücken habe. Hold on a second. Just give me a moment. That's it. Okay. Bevor jemand jetzt auf die Idee kommt, mir zu sagen, ach komm, stell dich nicht so an, du Lappen oder was weiß ich, was man da so in so einer Situation sagt. Den kann ich nur sagen, unterschätzt sowas nicht, weil die Leute, die länger mit Rückenschmerzen zu tun haben, werden mir recht geben. Inzwischen weiß ich, dass man sowas nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aus eigener Erfahrung versteht sich. Durch diese Verletzung bin ich irgendwie in so eine Art Motivationsloch gefallen, würde ich jetzt mal so beschreiben. Das heißt nicht, dass ich keine Lust auf Let's Plays habe oder allgemein auf Videos schneiden und so weiter. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe so viele Ideen und ich würde noch so viele Spiele mit euch bzw. für euch spielen, zocken.
Da gibt es noch so viel Material aufzunehmen, sage ich jetzt mal. Momentan ist es einfach so, du gehst zur Arbeit, sitzt deine 9 Stunden ab, und ich sitze viel zu viel auf der Arbeit, nur so nebenbei. Aber in der Hinsicht habe ich mich geändert, beziehungsweise bin ich mich am ändern. Das heißt, ja, öfter laufen während der Arbeitszeit. Also jetzt nicht joggen oder so, sondern einfach aufstehen, gehen und so weiter. Und Stehtische am Arbeitsplatz sind jetzt auch schon in Planung. Da werde ich mich mit meinem Chef hinsetzen und ja, abklären, wie wir das machen. Ich hoffe natürlich, wir kriegen das hin. Weil es war mal in der Planung bei uns in der Firma. Aber dann ist es irgendwie still geworden um die Stehtische. Aber ich hoffe, es wird wieder aufgerollt. Ja, zurück zum Thema. Ja, zu Hause angekommen, bist du einfach, ja, platt. Du willst eigentlich nichts anderes als einfach sich hinzulegen und ja, Kraft zu tanken für den nächsten Tag, weil du bist einfach kaputt vom, ich sag jetzt mal, nicht jetzt, weil du arbeitest oder so, weil arbeiten tut ja jeder. Du bist einfach kaputt, weil du, ja, dein Körper muss halt viel mehr aushalten durch die Schmerzen und du musst ja so eine Schonhaltung, sag ich mal, einnehmen. Ja, das ist momentan aus meiner Sicht so ein Teufelskreis, der durchbrochen werden muss, sag ich jetzt mal. Ich hoffe, ich habe es für euch halbwegs verständlich rübergebracht. Na gut, ich glaube dir. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch. Sonst schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr auch sowas schon mal erlebt habt. Ja, ich möchte ehrlich zu euch sein. Also sitzen gehört momentan nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, würde ich mal so behaupten. Ich bin schon froh, dass ich auf der Arbeit noch halbwegs funktioniere. Also jetzt nicht falsch verstehen oder so. Ich bin da jetzt nicht total kaputt, sage ich jetzt mal. Aber man merkt auf jeden Fall, dass man nicht derselbe ist, der mal vor Monaten war, sagen wir mal so. Ja, dieses Video soll natürlich kein Heulvideo von mir werden. Natürlich arbeite ich daran, wieder topfit zu werden. Mein Orthopäde hatte mir letztens bestätigt, dass die Wirbelsäule total gesund ist. Also vom Knochen her oder von den Wirbeln ist alles okay. Da bin ich echt froh. Also das ist für mich so das Wichtigste überhaupt, dass da keine Schäden sind. Ich war jetzt die letzten Tage beim Physiotherapeuten und weiß also, welche Übungen ich machen muss, damit das besser wird. Es werden noch weitere Sitzungen nötig, denke ich mal. Also ich war jetzt viermal, 4 Sitzungen hatte ich jetzt schon. Muss jetzt nochmal wieder zum Doc und ja, so eine Phase durchmachen. Ja, und was ich auf jeden Fall noch ausprobieren möchte, ist eine Akupunktur, um die Schmerzen etwas in den Griff zu bekommen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel beim Hausarzt so eine Spritze in den Rücken zu bekommen, damit die Schmerzen auch weggehen. Aber ganz ehrlich, ich persönlich möchte das nicht, weil ich bin da irgendwie kein Fan von diesen Schmerzspritzen, sag ich mal. Nee, ich weiß nicht. Habe ich auch dankend abgelehnt. Ja, sobald die Schmerzen in den Griff, beziehungsweise sobald ich die Schmerzen in den Griff bekommen habe, werden auch wieder mehr Videos kommen. Das kann ich schon mal sagen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nach diesem Video erstmal sozusagen offline bin und da kommt gar nichts mehr von mir. Nein, nein. Ich werde natürlich weiter versuchen jetzt Videos. Ich habe noch paar Sachen, die ich schneiden kann. Genau, so. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir ruhig in die Kommentare. Vielleicht habe ich auch was vergessen zu erwähnen oder so. Wie gesagt, bei Fragen einfach unten kommentieren. Ja, ich werde alles Mögliche daran setzen, um ja die Verletzung halt wegzubekommen und werde hoffentlich so bald wie möglich wieder für euch da sein.
So, meine Freunde, das war ein kleiner Einblick hinter die Kulissen von mir. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao!